Relax, Gamer, meine Freunde, und willkommen zu meinem 10K-Special. Ich wusste nicht genau, was ich für mein 10K-Special machen soll, also habe ich euch gefragt. Und ihr habt mir so viele coole Ideen gegeben, dass ich mich dazu entschieden habe, sie einfach alle zu machen. Bis auf ein paar Sachen, die ein bisschen zu umfangreich wären und halt Streams, weil die verdammte deutsche Glasfaser mein Internet noch nicht verbessert hat. In dem Sinne würde ich sagen, fangen wir direkt einmal an mit der ersten Idee. Zeig mal dein Gesicht. Face Reveal. Relax Gaming zeigt endlich sein Gesicht und ja, gar nicht so besonders, wenn man bedenkt, dass wir damals Streams gemacht haben. Aber trotzdem, erster Punkt der Liste abgehakt. Mach mal ein Gewinnspiel. Alles klar, dann könnt ihr diesen Fake Tebu Freddy Fazbear gewinnen. Und ich meine das komplett ernst, den verlose ich und den schicke ich weg. Ihr müsst lediglich eine gute Videoidee in die Kommentare schreiben. Wer die coolste Idee hat, zum einen wird die dann in der Video umgesetzt und zum anderen schicke ich euch diesen brutalen 3,50 € Tebu Fredbear direkt nach Hause, von mir aus auch unterschrieben. Okay, der nächste Zuschauer möchte Toy Chica. Mach mal ein Behind-the-Scenes. So, ich wurde auch dem Behind-the-Scenes gefragt und das ist recht leicht. Okay, hier ist mein Setup, die beiden Monitore und mein PC. Hier ein paar Kohltücher für die Brille und hier was zu wegschmeißen. So, ihr werdet schon mein Fernseher, der gar nicht mal so groß ist und ziemlich fucking dirty ist, gesehen haben. Der ist so mehr, um VR-Spiele zu spielen, damit man die sehen kann. Und das ist quasi das Setup von meiner Freundin. Ja, das ist schon fast mein Behind-the-Scenes. Wir schneiden mit Filmora, aber da kommt noch ein späteres Video zu, beziehungsweise späterer Teil zu, denn jemand hat sich auch gewünscht zu sehen, wie wir unsere Videos schneiden. In dem Sinne, war's das mit dem Behind the Scenes. Ranke alle 146 Animatronics. Alter Schwede. Guter Klassik Animatronic, guter Klassik Animatronic. Auch du und du. Ein extrem cooler Charakter im Hintergrund. Er ist eher langweilig. Teuer Animatronics sind okay, außer du. Du bist thick as f. Dann haben wir hier Mangle. Mangle ist awesome. Die Puppet ist genauso awesome. Dann haben wir die beiden Missgestalten hier. Die Withers sind extrem cool. Kaputtes Charakterdesign hat mir schon immer richtig gut gefallen. Dann haben wir Golden Freddy, ist in jeder Form ziemlich cool, auch wenn die nicht so krass ist wie die, weil der fliegende Kopf nicht so cool ist. Dann haben wir das eine Endo, das genauso ist wie das andere Endo. Shadow Freddy, ein Mysterium. Shadow Bonnie wurde von meinen Handyspielern aufgeklärt, deswegen nicht so ganz interessant. Haben wir Springtrap, einer der besten Animatronics. Die Phantoms sind alle ziemlich. Dann haben wir die Nightmares, die kamen mal höher bei mir, aber inzwischen habe ich mich satt gesehen an diesen ganzen Fräsen. Außer der gute Fredbear, der Nightmare Fredbear, der ist nochmal ein bisschen cooler. Plush Trap sieht einfach nur komisch aus, kommt in C. Nightmarinette ist absolut fire. Die sind nicht fire, obwohl die brennen. Dann haben wir noch Mangle. Es ist halt Mangle. Nightmare kommt zu Nightmare Fredbear. Du bist ein Balloon Boy. Dann haben wir hier Circus Baby ist awesome. Funtime Freddy ist extrem awesome. Funtime Freddy ist nicht ganz so awesome. Ballora ist okay. Ihr beide seid ganz ehrlich irrelevant. Du bist schlecht. Du bist einfach nur schlecht mit leuchtenden Augen. Du bist schrecklich. Du bist absolut awesome. Elna, das ist so ein cooler Animatronic. Was? Ich hab einfach Eldar vergessen. Ja, ich wollte doch. Ich hab Eldar vergessen. Hier haben wir ein weiteres Endoskelett. Die Rocks Animatronics. Die machen halt nichts. Die könnten doch einfach nicht existieren. Das wird mich, glaube ich, nicht wirklich jucken. Außer Rockstar Foxy, der ist keiner cool, weil er einem hilft. Dann haben wir Trash in the Gang, RT Animatronics. Die mittelmäßigen Animatronics kommen ins mittelmäßige Tier. Da müssen wir ganz gar nicht drüber streiten. Du kommst direkt neben die andere Personifikation von solchen Menschen. Mini Music Man, ich hasse dich. Der Bieber. Er sieht zwar aus wie Chipper, aber ist nicht wirklich cool. Helpy. Das Einzige, was ihn höher ranken lässt, ist, dass man ihm auf den Schädel schlagen kann und er in VR rumschreit. Das war ziemlich lustig, deswegen hat er eine höhere Meinung. Du bist einfach nur Geschichtenerzähler. Du hast nicht so viel Charakter. Ähnlich wie du. Scrap Baby, das Design feier ich. Molten Freddy nicht so ganz. Ew. Dann haben wir hier Lefty. Lefty ist wahrscheinlich einer der coolsten Animatronics, die existieren. Da haben wir einen weiteren Balloon Boy. Hier haben wir noch, bevor wir irgendwas ranken, hier haben wir einen weiteren. Du bist einfach nur Freddy Gelb. Trotzdem, Fredbear ist ziemlich cool. Du hast ganz viel Stress in der Community ausgesorgt. Oh, die haben eine coole Stelle in Security Breach, Ruin, wo die alle auftauchen. Allein deswegen gehören die ins B. Hier, er ist whatever. Der kommt zu seinen anderen brennenden Freunden. Ja, das ist the GOAT. Dann haben wir hier noch. Ah, ich pack's mal auf A. Die gehört nicht auf S, Alter. Wir wissen ja keine Tierlist, sonst wäre die auf Ultra S. So, Monty kommt direkt neben sie. Der ist nämlich awesome. Roxanne Wolf, coole Charakter, Backstory, cooles Design, einfach cooler Animatronic. Sun ist okay.
Moon ist deutlich cooler als Sun, weil er ziemlich scary ist. Ihr seid einfach nur schrecklich. Du bist extrem cool, DJ Music Man, so ein riesiger Typ, Alter. Ihr seid, ich packe euch direkt mal nebeneinander, ich hasse euch. Ihr seid auch richtig unnötig. Ihr seid unnötig Form 2, Shatter Chica. Shatter Chica ist meiner Meinung nach, oder Ruin Chica, ist meiner Meinung nach das extra bisschen, was ihr gefehlt hat, denn sie ist saugruselig. Ruin Moxie, nicht so ganz. Dann haben wir noch Ruin Roxy. Ruin Moxie, ich meine Ruin Monty, Alter. Vanny, wir alle wissen, wie ich zu Vanny stehe. Burntrap, Design ist halt extrem gut, aber Story ist ja ein bisschen i. Der Blob ist einfach nur ein Blob von Animatronics. Ach, das ist Ruin Chica, stimmt. Aber Shatter Chicas Auftritt war auch awesome, deswegen lassen wir sie direkt mal hier oben. Das ist Ruin Monty, ich hab schon wieder Moxie gesagt. Er kommt zu seinem Bruder, der ist, obwohl hat das Herz, sein Design ist so viel nicer, Alter. Also, ihm fehlt nicht viel, um ins S-Tier zu kommen. Dann haben wir Ruin Roxy, Eclipse ist genau das, was dem Charakter gefehlt hätte, um ins S-Tier zu kommen. Deswegen packen wir ins S-Tier. Du verwirrst mich und deine Stage ist scheiße. Du existierst nur in irgendwelchen Theorien und in irgendeinem Secret. Also, ne? Du hast, um ehrlich zu sein, genervt. Ich würde den Mimic nicht ins S-Tier packen. Es ist ein cooler Bösewicht. Der hat ein super Design, aber honestly, ich finde ihn. Er ist immer noch ein Endoskelett, Mann. Er kann glücklich sein, dass ich ihn nicht zu seinen Kollegen platziert habe. Mein Gott, der Geschichtenerzähler ist immer noch der Geschichtenerzähler und das sind alle Animatronics gerankt. Jetzt sind wir hoffentlich fertig mit den Ranken von FNAF-Sachen. Ranke alle FNAF-Spiele. Okay, das schaffe ich auch noch. So, FNAF 1 ist eins der besten FNAF-Spiele. FNAF 2 so ähnlich. FNAF 3 ist meiner Meinung nach absolut nicht geil und weiter Abschlag in Qualität. FNAF 4... FNAF 4 ist gruseliger als die beiden, aber ich spiele es ungerner. Also ich spiele es weniger gern. FNAF World ist Trash. FNAF Sister Location ist ein gutes FNAF, aber viele Sachen haben mich daran gestört. Dann haben wir FNAF 6. Oh, es ist ähnlich gut wie FNAF 4. Es ist halt einfach so viele Möglichkeiten, die man hat. FNAF Ultimate Custom Lights ist nicht so meins. FNAF Help Wanted ist das beste FNAF. Das ist das schlechteste FNAF. FNAF Security Breach würde ich hier zu FNAF 4 hinpacken. Und FNAF Help Wanted 2 war auch awesome. Das hier aber nur, wenn man eine VR-Brille hat. Sonst wäre ich bei den beiden eher dabei. Ja, das ist meine Meinung zu den FNAF-Spielen. Mache ein Q&A. Ha! Okay, let's go! Mike fragt, warum hast du mit YouTube angefangen? Boah, ich wollte ein neues Hobby. Und damals war mein Hobby in Call of Duty sinnlos Farben für meine Waffen zu grinden. Und dann dachte ich mir, ich kann was Produktiveres machen, was vielleicht für mich sogar irgendwann zu einer coolen Community führt. Und deswegen habe ich mit YouTube angefangen, weil ich mir einfach dachte, ich kann nicht die ganze Zeit nur zocken. Indominus Rex, Lieblings-FNAF-Charakter aus jedem Spiel. Oh Gott, das ist keine leichte Frage. FNAF 1 ist es. Es ist Foxy. FNAF 2 ist es. Toy Chica. In FNAF 3 ist es Springtrap. Boah, das ist ja auch ziemlich offensichtlich. FNAF 4 ist es Nightmare Fredbear. In FNAF 5 Ennard. Ennard ist ein guter Pick. FNAF 6 ist es Lefty. FNAF 7 ist World, also scheiß mal auf World. Help Wanted ist es da sind halt die ganzen anderen Animatronics drin, aber da würde ich sogar auch sagen Foxy, weil ich mich einmal richtig eingeschissen habe im ersten FNAF-Teil, als ich das aufgenommen habe und der dann den Gang runtergerannt ist. Dann haben wir FNAF Security Breach und da ist es Roxy. Dann haben wir FNAF Help Wanted 2 und da ist es tatsächlich Shattered Roxy. User DG4. Dein Lieblings-FNAF? Mein Lieblings-FNAF ist inzwischen Help Wanted und Help Wanted 2, aber wenn ich den VR-Aspekt da raushole, ist es FNAF 1. User IM5. Welche FNAF-Charaktere hast du über alles? Ja, da sollte ich eigentlich nochmal ein Video drüber machen, weil das hat sich in der Zwischenzeit echt geändert. Mein größter Hasscharakter kommt aus FNAF 2 und ihr dürft dreimal raten, wer es ist. Es ist Toy Body. Dieser, ich will das Video nicht demonetisieren, deswegen sage ich mal nichts, aber diese blaue Gestalt hat bei mir schon für so viel Kummer gesorgt bei meinen 1020-Versuchen, weil ich wollte mal ein Video über jede härteste FNAF-Challenge machen und das kann ich vergessen, weil ich krieg FNAF 2 ums Verrecken nicht hin. Und das ist, weil dieser blaue Hase manchmal 3 Minuten vor meinem Gesicht chillt und ich habe einfach nur Bock auf ihn einzuschlagen, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Und der schlechter aussieht als Withered Bloody. Spider, in welchem Bundesland ist Hessen? In Frankreich. Roxanne Wolf likes Edgar. Magst du Roxy? Ja, ziemlich cool Animatronic. Keine besondere, Nächste Frage. Clone Edits. Schaut ihr Franchises wie Marvel oder Star Wars? Star Wars nicht mehr.
Also das Franchise ist einfach nur schlecht geworden. Und Marvel, ja, hier und da, Deadpool. Dann hab ich noch hier Infinity War und die Spider-Man-Filme geguckt. Die waren immer awesome. Aber sonst gucke ich viel zu viel Anime. Meinung zu Michael Jackson. Nun ja, super Sänger, pumpe seine Songs jeden Tag. Nur ich find's ein bisschen weird, wenn man in einem Bett mit mehreren Kindern pennt, die nicht seine eigenen sind. Das ist eher so eine englische FNAF-YouTuber-Aktion. Aber naja. Tilo, 98 YouTube. Warum Relaxen Gaming? Unsere Videos waren ursprünglich gedacht, so zum Nebenbeigucken bei Zocken, so wie ich es auch immer damals gemacht habe, als ich in Call of Duty meine Carbons gegrindet habe. Und ja, da wollten wir eigentlich so viel Podcast machen und so längere narrativen Content. Daraus wurde dann aber nichts, weil die FNAF-Community unseren Kanal so ziemlich eingenommen hat. PJ Fazbear, was ist dein Lieblings-FNAF-Fangame? Fazbear and Friends, Left to Rot. Ja, es gibt bessere FNAF-Fangames, ich weiß das, aber dieses Spiel hat mir damals so viel Spaß gemacht aufzunehmen. Es war nicht zu schwer, es war nicht zu leicht und die Story war eigentlich ganz nett. Es ist einfach ein cooles kleines Fangame, was mich persönlich einfach sehr happy gemacht hat. MSS Gaming, wie gruselig findest du die FNAF-Teile? 1, 9 von 10, super Atmosphäre. 2, 6 von 10, ich finde das eher stressig. 3, 7 von 10, schon echt gruselig. 4, 10 von 10, das ist verstörendste FNAF, das ich jemals gespielt habe. 5, 8 von 10, wegen dem Horror und diesem ganzen Verrat, das ist schon ziemlich gruselig. 6, ranke ich eine 9 von 10, die Interviews und die Nächte sind extrem gruselig. Help Wanted, 10 von 10 in VR und eine 2 von 10 in Flat Mode. World ist eine 0 von 10, Security Breach ist eine 6 von 10, das ist nicht wirklich gruselig. Ruin ist eine 8 von 10, das hat den Horrorfaktor nochmal gut gepusht. Into the Pit, Freddy, wie findest du deine Community auf YouTube? Ich feiere euren Support extrem. Ich meine, wir kriegen so viele Kommentare, so viele Likes unter unseren Videos von euch. Und das zeigt mir einfach, dass ihr wirklich anstatt unser Content einfach nur zu gucken, auch mit dem interagiert und wirklich halt einfach einen Diskurs aufbauen wollt und einfach dieses soziale Social Media beachtet. Das feiere ich extrem in meiner Community. Ich habe selten respektlose Leute dabei oder Idioten. Und wenn, wurde ich immer von meinen Fans in den Kommentaren verteidigt. Das macht mich sehr, sehr stolz und auch sehr, sehr glücklich. Kazutu, Kirigata, Kirito. Was ist dein lieblingsmenschlicher Charakter? Boah, das wäre Michael Afton. Michael Afton hat so eine traurige Story, die dann am Ende wieder so gut läuft, dass ich sagen muss, dass er der absolut beste FNAF-Charakter ist, meiner Meinung nach. Shadow Player 7. Bock aufs Q&A. Ja, weil weniger Fragen von dir dran kommen. No Harp. Was ist dein Lieblingsessen? Boah, ich schwöre auf alles Chili Cheeseburger. Boah, Chili Cheeseburger sind so krass geil. Alter, es gibt keine Situation in meinem Leben, wo ich zum Chili Cheeseburger Nein sagen würde. Es war mal Pizza, aber dann habe ich gesehen, dass Pizza einfach nur voll mit Kalorien ist und kaum gute Nährstoffe hat. Aber so ein Burger hat einiges an Protein. Das ist voll geil. Und deswegen ist Chili Cheeseburger mit Abstand meine Lieblingsspeise. Glitch Corytherian. Supportet ihr LGBTQ? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind nicht dagegen. Soweit ich weiß, ist einer unserer Hauptcutter Krypto sogar Ace. Also wäre ein bisschen weird, wenn wir was dagegen hätten. Und ja, ist ein tolles Movement. Ist immer gut für die Rechte von Minderheiten zu kämpfen und da halt Support zu zeigen, meiner Meinung nach. Five Nights Germany. Magst du Käse? Ja, klar. Käse wertet so viele Speisen auf. Stell dir eine Pizza oder Käse vor. Robert Archie. Wie kam es dazu, dass ihr FNAF-Content macht? Boah, ich schwöre auf alles, ich weiß es nicht mehr. Damals haben wir irgendwann angefangen. Mir hat das Spaß gemacht. Die Welt war einfach super interessant, sich da reinzulesen, war sehr cool. Und das war der erste wirkliche Kontakt mit so storyartigen Videos, den wir hatten. Und die Leute haben dann immer noch mehr gefragt und wir haben den Leuten mehr gebracht. Song Lyrics. Wie viel Geld machst du mit YouTube? Nicht genug für den Aufwand und für das Geld, das ich hier reinstecke. Ich meine, es ist öffentlich, könnt ihr euch auf Social Blade angucken. Aber lasst mich mal euch eine Sache sagen. Ich mach das nicht fürs Geld. Also ich glaube, es geht alles drauf für Steuern und Ausgaben für die Videos. Es ist wirklich... Ja, aber ich mache es, weil es mir Spaß macht. Aber Umsatz generiere ich hiermit nicht. Relaxo. Was ist deine Antwort, wenn ein Freund dich fragt, was ist FNAF? Horrorspiel, in welchem man gegen Animatronics kämpft, die von bösen Seelen heimgesucht werden. Und eine sehr tiefe Story offenlegt, ja. Meistens verweise ich aber einfach auf mein FNAF erklärt in unter 10 Minuten Video. Das sollte die meisten Missverständnisse eigentlich aufklären. Der albanische Patrick. Magst du Juniors? Ja, Juniors ist ein awesome Fangame. Sollte ich unbedingt mal wieder spielen. War echt eine coole Erfahrung. Playtime. Was ist dein Abonnentenziel? 10.100. Okay, tschüss Leute, das war's mit... So, und wir haben jetzt alle Fragen, die ihr uns auf YouTube gestellt, beantwortet. Und ja, ich habe jetzt nicht jede beantwortet, aber die, die sich halt nicht so ähnlich sind und die beantwortet werden konnten. Und deswegen widmen wir uns jetzt den Fragen auf Discord. Ja. CT Edits fragt hier, was sind deine Lieblingsfilme? Oh, Conjuring.
Und halt generell Horrorfilme sind mit Abstand meine Lieblingsfilme. Ich feiere einfach eine gruselige Atmosphäre. Ist ja ähnlich wie beim Spielen bei mir. Odyssey fragt, welches Lied hörst du gerne und assoziierst du mit einem markanten Event in deinem Leben? Eminem, Lose Yourself. Ich habe damit angefangen zu trainieren und es ist bis heute in meiner Playlist und geht auch nirgendwo hin. Was ein awesome Lied. Into the Pit Freddy fragt, gehst du dieses Jahr wieder auf die Gamescom? Ja, sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Gold Freddy fragt, Fan-Treffen, wenn du die Chance hast? Ja, wenn ich ein gutes Stück größer bin, eventuell, und halt da weiß, was ich alles beachten muss, weil solche Fan-Treffens sind nicht so einfach zu arrangieren. Comcoband, was ist dein Musikgeschmack? Alles, Metal, Rap, Pop, kommt wirklich auf den Song an. NPC aus Österreich, was für ein Tier wäre Lars? Wäre er ein Pinguin? Nein, er wäre ein Flamingo. Nie wieder Pizza oder Burger? Auf jeden Fall nie wieder Pizza, weil die hat eh zu viele Kalorien und eigentlich ist das, er braucht mal Pizza nicht. Pizza ist lecker, aber das ist irgendwann too much. Habe ich die Frage nicht schon mal beantwortet? So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil, wie schneide ich meine Videos? Ja, das ist eh das, was die wenigsten interessiert. Deswegen ist es ganz gut, dass das jetzt kommt. Ich habe hier mein Lieblingsprogramm Filmora. Ich bin nicht von denen gesponsert, sollte ich direkt einmal erwähnen. Und im Endeffekt ist es ein ganz normales Schnittprogramm. Das, aha, hier haben wir unsere Medien, die wir reintun können. Wir haben Texte, Übergänge und alles ist super simpel gemacht und gehalten. Zum Beispiel, wenn ich hier einen Übergang setzen möchte, kann ich einfach klicken und den Übergang dementsprechend da reinziehen, wenn die Leiste ein bisschen größer werden, ne? Es ist super easy, Schneidsoftware und ein paar Effekte, die ihr bei uns oft gesehen haben werdet, ist das hier. Das Mosaik. Das verwende ich gerne und nutze ich natürlich OBS zum Aufnehmen und meine Skripte schreibe ich auf dem Handy, damit ich das überall machen kann und überall irgendwie produktiv sein kann. Falls ich zum Beispiel mal irgendwelche niedrigen Phasen auf der Arbeit habe, ist es halt gut, wenn ich hingehen kann und sagen kann, ah, jetzt geht's los, jetzt kann ich vielleicht einmal ein bisschen was machen für den YouTube-Kanal. Beziehungsweise halt in meinen Pausen. Deswegen werden die Skripte von mir immer auf dem Handy geschrieben. Und ja. Und falls ich halt Videos habe, die ich nicht mehr komplett schneiden kann, sei doch, wenn ich gehe, die halt natürlich an die Cutter. Und nochmal hier aus dem Schnitt, weil ich gerade denke, dass es ganz gut passt. So sieht auf jeden Fall auch eine Aufnahme aus, wenn man sie schneidet. Also es ist auf jeden Fall schon ordentlich, aber es ist, wie Leonard schon sagt, super, super simpel. Und bei Krypto Ninja sieht das Ganze natürlich auch ein bisschen voller aus. Voller sieht es jetzt nicht aus, Lars. Wie gesagt, dieses 10K-Special geht durch drei Bearbeitungen. Erstmal von Leonard, dann von Lars und natürlich dann letzte Endes noch von mir, weil ich füge hier noch Musik hinzu und die Bearbeitungen hier sind nicht immens groß. Es sind eher so kleinere Durchschauungen und Verbesserungen nebenbei. Das wäre es eigentlich gewesen. In dem Sinne nutze ich die Gelegenheit, mich zu verabschieden vom 10K Special und würde direkt einmal sagen, relaxed game, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Am Ende des Videos würde ich gerne nochmal den Leuten danken, die den Kanal abonniert haben, die geliked haben und das Video bis hier geguckt haben. Vielen Dank für euren Support und vor allem vielen Dank an die Kanalmitglieder, die sich dazu entscheiden, mithilfe eines kurzen Beitrages uns finanziell zu unterstützen. Tristan Nerger, Janmu, XX Baguette Sniper XX, Thielmann, Code Gamer PG, Matthias Hani und als Relaxen Gaming Ultra der Hacker, oh nein, Lolzu 10 und nicht zu vergessen Mike. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.